Das neue Online-Register zu Organspenden geht heute an den Start. Unter www.organspende-register.de kann künftig jeder die Bereitschaft zur Spende von Organen oder Gewebe hinterlegen oder auch die Ablehnung dokumentieren. Das zentrale Portal ist beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eingerichtet und wird schrittweise aufgebaut. Im vergangenen Jahr haben 965 Menschen in Deutschland nach ihrem Tod Organe gespendet. Zugleich standen 8.400 Menschen auf der Warteliste. Meine Kollegin Iris Seiram vom ARD Hauptstadtstudio hat heute eine Pressekonferenz des Bundesgesundheitsministers dazu verfolgt. Was verspricht er sich denn von diesem Online-Register? Ja, ganz genau. Also hier wurde vorhin eben dieses neue Online-Register vorgestellt und wir haben ja gerade die Zahlen gehört. Die Spendenbereitschaft, die ist eigentlich sehr groß in der Bevölkerung, heißt es immer wieder. Aber die tatsächlichen Spenden sind dann doch sehr gering und hier wurde nochmal eine andere Zahl genannt. Also es sind über 8000 Organe, die eigentlich jährlich gebraucht werden. Allerdings ist es tatsächlich nur zu 900 Transplantationen sei es nur gekommen. Und man erhofft sich halt eben durch diese Online-Registrierung, dass es dadurch etwas mehr werden und dass eben halt auch Zweifelsfälle ausgeräumt werden können. Aktuell scheint die Ansprache gerade mit den Angehörigen in dieser sehr schweren, kritischen Situation im Krankenhaus sehr schwierig zu sein. Und eben das hofft man eben durch so eine Registrierung umgehen bzw. anders machen zu können. Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, spricht sogar von einem Meilenstein und als Teil seiner Digitalisierungsoffensive, wie er es nennt. Was sagen denn Experten dazu? Wird sich diese Hoffnung erfüllen? Ja, also aktuell war hier jetzt auch noch bei der Pressekonferenz der Präsident des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Der hatte gesagt, dass das Register heute Morgen um 6 Uhr online gegangen sei und um 9 Uhr hätten sich schon über 5000 Menschen registriert. Allerdings kommt durchaus auch Zweifel aus der Ärzteschaft, dass das die Zahlen wirklich massiv nach oben bringt. Und trotz dass der Gesundheitsminister hier von einem Meilenstein ja gesprochen hat, räumt er selber ein, dass es eigentlich eine Widerspruch Lösung braucht, um wirklich massiv die Zahlen anheben zu können. Widerspruchslösung würde bedeuten, jeder müsste sozusagen aktiv eine Ablehnung schriftlich erklären. Aber diese Diskussion ist ja nicht neu in Deutschland und sie ist schon ziemlich erbittert geführt worden. Warum eigentlich? Ja, ganz genau. Es sind ethische Gründe, die hier vorwiegend mit angeführt werden. Also es wird gesagt, dass es teilweise ja schwierig mit der Menschenwürde zu vereinbaren sei. Ein wirklich sehr, sehr hohes Gut in unserem Grundgesetz. Außerdem ist es eben auch juristisch nicht so ganz einfach zu sagen, dass ein Schweigen als Zustimmung gewertet wird. In der Rechtswissenschaft gibt es den umgekehrten Fall, dass also ein Schweigen nur als Ablehnung gelten kann. Also das ist eben auch schwierig und daher ist eben auch ein Vorstoß des ehemaligen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn in der vorigen Legislatur gescheitert. Und der Gesundheitsminister jetzt, Karl Lauterbach, wirbt dafür, dass nochmal ein neuer Anlauf unternommen wird. Der müsse allerdings aus der Mitte des Parlaments kommen, sagt er. Wie handhaben das denn eigentlich andere europäische Länder und zu welchen Spendenzahlen kommen die? Ja, da gibt es teilweise die Widerspruchslösung und auch andere Varianten, die dem etwas entsprechen, die dem etwas näher kommen. Und da ist teilweise die Spendenbereitschaft tatsächlich etwas höher. In Spanien zum Beispiel, das ist ganz an der Spitze. Allerdings ist auch nicht ganz klar, ob das jetzt wirklich eben an diesen anderen Verfahren liegt oder ob es tatsächlich nicht eher eine Frage auch der Mentalität ist, ein anderer Umgang. Das kann nicht wirklich zweifelsfrei beantwortet werden. Man muss natürlich auch dazu sagen, so gut die Idee dieses Online-Registers vielleicht auch ist, die Registrierung ist nicht sonderlich einfach. Da muss man dann einen bestimmten Personalausweis mit einer PIN haben und sich da identifizieren. Sind solche bürokratischen Hürden notwendig? Ja, ganz genau. Also ich hatte vorhin eben auch mal versucht, ob ich es ganz schnell eben mit meinem Personalausweis einrichten kann. Allerdings bin ich dann auch eben daran gescheitert, dass man eben eine PIN braucht. Also mein Personalausweis scheint eben diese EID, die es dafür braucht, noch nicht zu haben. Allerdings wurde davon gesprochen, dass es jetzt ja nur eine stufenweise Einführung ist. Das ist jetzt heute der erste Schritt. Und spätestens im Januar dann, wenn es dann auch die Gesundheits-ID gibt und auch die elektronische Patientenakte, soll eigentlich der Gang in die Apotheke schon ausreichend sein. Also dann soll die bürokratische Hürde weitaus niedriger sein.